Der emotionalste Heiratsantrag der Welt. Eines Tages trafen sich ein Junge und ein Mädchen. Sie verliebten sich ineinander. Der Junge stammte aus einer sehr bescheidenen Familie. Aus diesem Grund waren die Eltern des Mädchens sehr besorgt. Wer ist dieser Junge, welchen Beruf hat er und was sind seine Absichten mit deren Tochter? Aber als sie ihn trafen, sahen sie, dass er seine Tochter wirklich sehr liebte und dass seine Absichten gut waren. Er war ein guter Junge, ehrlich und fleißig. Sie behandelten den Jungen, als wäre er ihr eigener Sohn. Leider musste der Junge viele Monate außer Landes gehen, um sein Studium zu beenden. Er machte ihr einen Heiratsantrag. Sie konnte es nicht glauben, war das glücklichste Mädchen der Welt. Sie waren sehr glücklich und er versprach, dass sie heiraten werden, sobald er zurückkommt. Er erzählte ihr jeden Tag, wie schön sie sei und dass er sehr glücklich wäre, sie heiraten zu dürfen. Sie verabschiedeten sich am Flughafen und versprachen, sich für immer zu lieben. Leider hatte das Mädchen einen Unfall, sie wurde schwer verletzt. Passanten eilten zur Hilfe. Sehr schnell riefen sie den Notruf an, um einen Krankenwagen zu rufen. Der Krankenwagen kam schnell und versorgte den Patienten mit erster Hilfe. Sie musste sich einer Notoperation durch die Ärzte unterziehen, war aber nicht mehr in Lebensgefahr. Ihre Eltern hatten große Angst, aber zum Glück ging es dem Mädchen gut, sie hatte nur eine Narbe im Gesicht. Zurück zu Hause konnte sie es nicht glauben, ihr Gesicht war sehr hässlich mit dieser Narbe. Sie dachte, dass der Bräutigam sie jetzt nicht mehr heiraten wollte. Sie fühlte sich wie ein Monster. Sie hielt es für das Beste, den Ring von ihrem Finger zu nehmen und die neue Realität zu akzeptieren. Sie war sehr traurig, weil sie ihren Verlobten liebte. Sie verbrachte die traurigen Tage in ihrem Zimmer, weit weg von allem. Ihr Verlobter schrieb ihr jeden Tag einen Brief. Sie wollte die Briefe nicht lesen. Sie fürchtete, dass ihr Verlobter die Verlobung auflösen würde. Er war überrascht, dass sie nicht zurückschrieb und beschloss, sie anzurufen. Sie weigerte sich, die Anrufe anzunehmen. Da beschloss der Verlobte, nach Hause zu gehen und zu sehen, was los war. Er war sehr traurig über das, was geschah. Zwei Tage später. Ihre Mutter brachte ihr die Nachricht, dass ihr Verlobter sie besucht hatte und im Zimmer auf sie wartete. Sie wollte ihn nicht sehen. Sie wusste, dass er die Verlobung auflösen und sagen würde, dass sie sehr hässlich sei. Sie wollte nicht mehr leiden, bat ihre Mutter, ihn wegzuschicken, und versteckte sich hinter dem Sofa. Ihr Verlobter beschloss, nicht länger zu warten und ging in ihr Zimmer, um mit seiner Verlobten zu sprechen. Er sagte ihr, dass sie sich nicht verstecken müsse. Ihre Mutter habe ihn bereits über den Unfall informiert, den sie erlitten hatte, und Fotos mit ihrer Narbe im Gesicht geschickt. Er sagte ihr, dass er glücklich ist, dass sie lebt, und dass sie für ihn immer das schönste Mädchen der Welt bleibt. Er sagte ihr, dass er sie sehr liebe und dass er sie immer noch heiraten wollte.